Zum Sport. Auf eine der besten Mannschaften Europas trifft Frauenfußballmeister St. Pölten morgen Abend am zweiten Spieltag der Champions League. Die SKN-Frauen bekommen es mit dem englischen Spitzenclub Manchester City zu tun. Auf den Heimvorteil können die St. Pöltnerinnen dabei nur bedingt setzen. Wegen Schimmelbildung in der NV-Arena nach dem Hochwasser muss der SKN nach Wien ausweichen. Wenn das Stadion deines größten Konkurrenten plötzlich zu deinem eigenen wird. Ausgerechnet in der Generali Arena, wo sonst Austria Wien seine Heimspiele austrägt, empfängt St. Pölten morgen Manchester City. Champions League zu Hause und doch irgendwie nicht. Kein Vorteil für die SKN-Frauen. Wir sind mega dankbar, dass wir hier spielen dürfen, aber es ist ein anderes Gefühl. Wir haben unsere Kabine nicht, wir haben unser Spielfeld nicht. Das tut schon weh, muss man sagen. Wenn die Zuschauer kommen und uns pushen, kann man schon ein Heimgefühl wieder schnell finden. Während die St. Pöltnerinnen ihr Auftaktspiel gegen Hammarby verloren haben, kommt Manchester City nach dem Heimsieg gegen Barcelona als haushoher Favorit nach Wien. Schon ein Punkt gegen den englischen Vizemeister wäre eine Sensation. Wir sind ganz klar der Underdog, ich glaube, das ist auch normal, aber das ist vielleicht auch unsere Chance. Und wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, es gibt ja dieses typische Fußballersprichwort, jedes Spiel beginnt bei 0-0, auch die kann man ärgern und ja, warum nicht? Ob die Überraschung gelingt, entscheidet sich morgen ab 18.45 Uhr. Rund 2.300 Karten sind bereits verkauft.